Begriff der AGB. Von den drei Kapiteln, die ich jetzt habe, das einfachste. Was sind AGB 305 BGB? Lesen Sie es mit mir ruhig nochmal durch. AGB sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Partei der anderen bei Abschluss eines Vertrags stellt. So. Das heißt, es müssen Vertragsbedingungen sein, sie müssen vorformuliert sein, sie müssen für eine Vielzahl gelten, eine Vielzahl von Verträgen gelten und sie müssen gestellt sein von einer Partei der anderen. Zu diesem gestellt bitte ich Sie, gleich den Paragraphen 305 Absatz 1 Satz 3 mit mir zu lesen, denn der konkretisiert, was bei gestellt eigentlich noch eine Rolle spielt, die sogenannten Individualvereinbarungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind. Auch das werden wir uns anschauen. So, los geht's. Erstens, es muss sich um Vertragsbedingungen handeln. Dazu habe ich Ihnen das Wesentliche vorhin bereits gesagt. Es muss also irgendwie etwas sein, was Teil eines Vertrags ist. Ja? Also Teil der übereinstimmenden Willenserklärung, die zwei oder mehr Parteien abgeben. So, ganz simpel, kein größeres Problem. Dazu, und das ist ebenfalls unproblematisch, habe ich Ihnen vorhin bereits gesagt, AGB liegen ganz egal vor, ob Sie diese Form großgedruckt, kleingedruckt auf der Rückseite, auf der Vorderseite, mit einem Tacker dran gemacht oder separat ausgemacht sind. Die Form ist egal, das steht in den Paragraphen 305 Absatz 1 Satz 2. Warum ist das so? Schutzzweck des AGB-Rechts, man versucht den Schutzraum weit aufzumachen. Ich habe Ihnen ebenfalls bereits gesagt, auch etwas, was irgendwo hängt, ja, auch das ist also eine Vertragsbedingung, wenn es denn Teil des Vertragsschlusses werden soll. Bestes Beispiel Kaufhaus, wo eben diese Sache zum Beispiel mit den Taschenkontrollen drinsteht. Oder Autowaschanlage. Ja? Autowaschanlage, Sie fahren da irgendwo rein, ja, blitzsauber, und dann kommen Sie an so einem Schild vorbei, noch bevor da der erste Typ Ihren Wagen nass spritzt, und auf dem Schild steht irgendwie drauf, wir haften nicht für. Ja? Und dann kommt abgebrochene Rückspiegel, Antennen, grobe Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Das sind AGB. Ja? Das sind AGB. Gut. Diese AGB müssen ganz oder teilweise vorformuliert sein. Das Vorformulierte, das ist das, was ich Ihnen vorhin versucht habe zu sagen, ist im Grunde der Schritt, den man von dem normalen Vertragsrecht, wo reine Privatautonomie gilt, zum AGB-Recht hin macht, wo man sagt, und hier führen wir jetzt unsere besondere Kontrolle ein. Die AGB sind schon da, bevor der Vertrag da ist. Das ist die Idee. Der Vertragstext ist bereits klar, bevor der Vertrag geschlossen wird. Frist oder stirb. Wunderschön in diesem Zusammenhang ist ein Fall, der entschieden wurde in den 70er Jahren, als wir ganz neu dieses AGB-Recht hatten, mit den sogenannten Gedächtnis-AGB. Es war auch ein Typ, ein Vermieter, der hatte also spitz gekriegt, ach, es gibt da so ein neues Rechtsgebiet, und da steht drin, wenn ich Vertragsformulare verwende, dann muss ich schrecklich aufpassen, weil dann darf ich das mit den Haustieren nicht mehr vereinbaren und so, weil da gilt ja dann dieses besondere AGB-Recht. Also, es war ein Mensch, ein Gehirnkönig, der hat gesagt, ja, dann lerne ich meine AGB einfach auswendig. Und immer wenn dann eine neue Mietpartei kam, sagte er, wir könnten übrigens folgenden Vertrag miteinander vereinbaren. Ich schlage Ihnen mal Paragraph 1 vor. Ja? Und dann mit der Hand hat er eins nach dem anderen runtergeschrieben, der konnte das Ding auswendig. Und die Sache mit den Haustieren hat er natürlich auch reingeschrieben. Und gleich noch zweimal in der Woche die Treppe putzen und solche Geschichten. Da wurde dann irgendwann auffällig, dass alle Parteien handgeschriebene Verträge hatten, die alle so aussahen, als seien sie aus dem Augenblick heraus geboren worden, aber sie haben sich vom ersten bis zum letzten Wort identisch geglichen. Logisch. Hat sich die Frage gestellt, sind das vorformulierte Vertragsbedingungen? Naja, die Geschichte ist so passiert. Juristisch gesehen ist sie ein Witz. Ja? Wenn ich mit dem Schutzzweck des AGB-Rechts argumentiere, also mit der einseitigen Inanspruchnahme der Privatautonomie durch nur eine Partei zulasten der anderen, oder wie ich es vorhin genannt habe, friss oder stirb, dann ist es ganz klar, dass auch diese Gedächtnis-AGB selbstverständlich vorformuliert sind.
woraus sie zu der etwas überraschenden Formulierung kommen, die uns jetzt aber nicht mehr überrascht. Sie müssen vorformuliert, aber nicht vormaterialisiert sein, diese AGB. Ja, das haben Sie schon kapiert. Okay, Dankeschön. Ich bin immer noch beim Begriff. Diese AGB müssen für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sein. Als ich die gleiche Vorlesung gehört habe, hatten wir so einen Menschen, der inzwischen nicht mehr lehrt, aber noch lebt, damals schon ziemlich alt, Professor Medicus, und der war sehr entertaining. Also wir haben ihn echt gemocht, und er hatte immer so eine nette Art, die Sachen zu erklären. Und das hier hat er einfach wundervoll erklärt. Was bedeutet Vielzahl von Verträgen? Naja, hat er gesagt, 1 ist Einzahl, 2 ist Mehrzahl, Vielzahl ist also 3. Schlagend, ja? Eine wundervolle Juristen-Wortlaut-Argumentation, aber tatsächlich genau so ist es. Man sagt, AGB sind dann für eine Vielzahl vorformuliert, wenn sie sich auf mehr als 2, also mehr als eine Mehrzahl von Verträgen richten. Mindestens 3. Aber bitteschön, das bezieht sich, wie es hier genau steht, auf die AGB als solche. Nicht auf den konkreten Verwender. Das ist ein ganz häufig gemachter Fehler. Unser privater Vermieter von vorhin, der geht ins Schreibwarengeschäft und da kann man Mietverträge kaufen. Vorformulierte AGB, durchstrukturierte Mietverträge. Dieser Typ, dieser Vermieter, hat eine einzige Wohnung zur Untermiete. Und die vermietete in 30 Jahren genau einmal an einen Langzeitstudenten. So, sind das AGB? Ja, natürlich sind es AGB, denn diese AGB sind dafür gemacht, dass sie für eine Vielzahl von Verträgen verwendet werden. Auch wenn unser Typ es nur ein einziges Mal macht und dann gleich noch vor seinem Mieter das Zeitliche segnet. Ja? Haben Sie verstanden? Gut. So, und jetzt komme ich leider wieder in diese etwas schwierigeren Vorschriften in den Paragraphen 310 Absatz 3 hinein. Wir haben vorhin zusammen schon mal reingeguckt. 310. Wann haben wir das gemacht? Als ich versucht habe, Ihnen zu sagen, es ist schwierig mit dem persönlichen Anwendungsbereich. Dieser 310 ist etwas, eine Vorschrift, die an den verschiedensten Stellen immer wieder auftaucht und sozusagen das allgemeine Modell spezifiziert, je nachdem, ob wir im Bereich B2B, C2C oder B2C sind. 310 Absatz 3, die Vorschrift, die uns jetzt interessiert, ist an dieser Stelle hier relevant, und zwar da die Nummer 2. Und die gilt für Verbraucherverträge. Also die Frage mit der Vielzahl, ja, ist für Verbraucherverträge nochmal anders geregelt. Klammer auf, ahnt jemand von Ihnen warum? Nee, wahrscheinlich können Sie das nicht ahnen. Schauen Sie es erst mit mir zusammen an. 310 Absatz 3 Nummer 2. Der AGB-Schutz, ich lese es ohne die Zahlen zu nennen, der AGB-Schutz findet auf vorformulierte Vertragsbedingungen auch dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind und soweit der Verbraucher keinen Einfluss nehmen konnte. Also steht da plötzlich drin, bei Verbraucherverträgen gilt das AGB-Recht auch dann, also im Bereich B2C gilt es auch dann, wenn es nur einmalig von einem Unternehmer gegenüber einem Verbraucher verwendet wird. Komische Vorschrift. Hat jemand von Ihnen eine Idee, warum wir die im BGB stehen haben? Ich meine, Sie müssten echt raten, um das rauszukriegen. Das ist, Sie wollen raten? Das ist gar nicht schlecht. Ja, vielleicht hat das mal jemand gemacht, ja, der also sozusagen immer verschiedene AGB verwendet hat, aber jedes Mal die gleiche Friss- oder Stirb-Mentalität sozusagen gegenüber diesen Kunden an den Tag gelegt hat. Richtig, trotzdem würde sich der deutsche Gesetzgeber um sowas normalerweise nicht kümmern, weil das